Hey YouTube, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns das neue Video von Unsympathisch TV an. Lass ein Like da, Pock. Junge ist doch richtig lieblos einfach. So als ob man sich denkt, alter Junge, der hat gar keinen Bock. Das ist immer das Beste. Pause Champ. Genau. Okay, lass uns anfangen. Heute ist wieder soweit. Wo war ich denn? Ja, verstehe ich auch nicht, Dude. Da hätte ich auch alles andere, hätte ich auch an, also, ja, Bruder. Oh, okay. Heute schauen wir uns endlich mal wieder eure Tinder-Profile an. Oder halt die Profile, die ihr so gesehen habt. Danke auch an diejenigen, die auch heute mal wieder Chats durchgesendet haben. Ihr seid wirklich die Besten. High five. Spinnt ihr oder was? Ich bin sehr gespannt, was ich heute alles so sehen und lesen darf. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Profil. Let's go. Die Lara 19. Oh nein, nicht die Lara. Ach du Scheiße. Ich guck nur, ob mein Freund hier ist. An den Freund von die Lara, an der Stelle, falls du mal einen Cheeseburger auf Tinder finden solltest, wisch nach links. Hey, hoffe du bist gut ins neue Jahr gestartet. Sag mir mal den schlechtesten Anmachspruch, den du auf Tinder bekommen hast. Oh hey, Gott, jetzt kommst. Okay, warte. Hey, ich hoffe du bist gut ins neue Jahr gestartet, sag mal. Oh mein Gott. Zerstört. Ehre genommen. Suche ihr nach Mitleid. Meine Freundin hat heute am 14.12. Am 14.2. Schluss gemacht. An Valentine's Day. Cool. Wiederschauen und reingehauen. Du und Silvana. Silvana? Was? Silvina hatten ein Match am 6.12.20. Hey, du bist ja 22. Dass ich die scheiß Emojis immer nachmache. Hab 24 bis 29 eingestellt. Wie geht das? Die besonders guten Typen werden dann trotzdem angezeigt. Dann ja umso merkwürdiger. Zerstört. Hier wird heute dieses andere Basketball gespielt. Ich hoffe, dass ich fürs nächste Profil keinen Strike bekomme. Kilian, 23, verifiziert. Selbstständig, oh nein. Wohnt in Berlin, 9 Kilometer entfernt. Oh mein Gott! Und an der Stelle, dickes, fettes Doppelpiece an Kilian. Tanzverbot, wäre cool, wenn es vielleicht online bleiben könnte. Nein. Ich hab darauf keinen Bock. Ich hab den ganzen Aufsatz geschrieben. Stell dir vor, du findest einen ganz netten Typen auf Tinder. Vielleicht eine 6 von 10. Du bist dir unsicher, ob du nach links oder nach rechts swipest. Aber du liest seine Bio. Es ist echt schwierig, aber egal, du swipest nach rechts. Es ist ein Match. Ihr unterhaltet euch. Er ist dir sympathisch. Er hört dir zu. Er kümmert sich um dich. Du bringst ihn nach Hause. Deine Eltern lieben ihn. Und ein paar Monate später seid ihr zusammen. Du Bitte findest nicht. Einfach die Liebe deines Lebens auf Tinder, ohne daran fest geglaubt zu haben. Tolle Geschichte, oder? Oh, nun, nein. Das wird dir mit mir nicht passieren, aber ich werde dich trotzdem alles. Wie lange schon ich bin geklatscht? Unglaublich. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Ihr könnt euch auch abschneiden jetzt. Da haut der Typ meiner Meinung nach wirklich eine Baba-Nachricht raus und dann das Ende. Gut gemacht. Oh mein Nikolas, Gott, 20, Wutzbach, oh Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Oha, das sieht ja. Was? Ist das real? No way! Niemals ist das real! Junge, stellt euch einfach mal vor! Ihr macht euch ein Tinder-Profil und setzt dann einfach Kevin als Bild rein! What the fuck? Junge, warum? Junge, ich hab schon. Junge, ohne Witz, stellt euch einfach mal vor, so. Ihr seid irgendwie 12, 13 oder sowas, und euer Frauengeschmack ist, oder euer Mädchengeschmack, oder was der halt bevorzugt, ne? Je nachdem. Ist halt einfach ass. So, das ist Kevin. Ohne Witz, man. Das ist Kevin in der Nutshell. Also, er hier. Junge, fucking Nikolas. Ja, der Vergleich, der hinkt ein bisschen. Ich mache auch ein Tinder-Profil mit Terry. Junge, da wird niemand reinmatchen. Sag ich dir, wie es ist.
ist im Knast heute zu Besuch. Oha, das sieht ja mal üb. Außer du nimmst mein Profilbild. Dann ist das natürlich was anderes. Ich sag mal so. Ohne Witz. Oh mein Gott, Alter, ihr wollt nicht wissen, wie oft ich schon den Kommentar gekriegt habe. Dass ich nie oder dass ich wirklich nicht genauso aussehe wie auf dem Profilbild. Ohne Witz, dann, Junge, ich habe so oft schon den Kommentar gekriegt. Oder die DMs zumindest. Wo mir das jemand geschrieben hat. Und die dann so richtig mad waren. Ohne Witz, was ist los, was ich halt einfach mal vorstellt. Bro. Junge, denken die, ich wär aus dem Himmel gefallen oder sowas? Bro, what the fuck? No way. Übel Trash auch. Und damit herzlich willkommen zur wohl chilligsten Tinder-Unterhaltung, die es je gegeben hat. Crazy! 4 Kilometer weit entfernt. Schade. Du bist drin. Hey Rebecca, wenn du raten müsstest, welche drei Eigenschaften haben wir beide gemeinsam? Humorvoll, loyal, großer, ach du Scheiße. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Oh. Was war denn jetzt los? Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr daheim auch noch viele umgefahren habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Es werden eh auch wieder Chats kommen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Weekend Warrior for life, bitches! Entspannte Folge heute. Naja, war auf jeden Fall sehr entspannt, das stimmt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Junge, ich verstehe halt immer noch nicht, wie Leute Kevin als Profilbild setzen können. Mit irgendwie so einem Fake-Ding. Hier. Wie? Warum? Weshalb? What the fuck? Junge, Kevin sieht aus wie ein Unfall, okay? Was soll das denn jetzt? Nur Dennis, er schafft es aus 3,5-minütigen Content ein 9-minütiges Video zu schneiden. Ja, es kommt halt natürlich darauf an, was man halt in dem Video macht. Ne? Keine Ahnung. Ihr könnt, keine Ahnung, in dem Video könntet ihr vielleicht ein bisschen aufstehen, okay, und könntet ein Salto machen oder so. Wenn ich ein Salto machen würde, ich auf dem Boden liegen, weil ich halt einfach keinen ganzen schaffen würde, aber ja. Ich meine, ich kann zumindest aufstehen. Do it, nee. Für Content kann ich nicht machen. Selbst für Content nicht. Ich dachte, alles für den Content. Ja, Beda, aber Junge, das ist immer noch was anderes, wenn man halt irgendwie für den Content danach irgendwie übel Stress kriegt. Das ist was komplett anderes. Außerdem müsste ich da jetzt wieder für aufstehen und da habe ich keinen Bock zu. Aber ja, wie gesagt, war ein lustiges Video, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ja, wie gesagt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und ein Sub, falls euch das Video so weit gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Peace.